Die Inflation in den USA steigt und steigt auf jetzt 8,5%. Das setzt auch die US-Notenbank Fed enorm unter Druck. Die tagt Anfang Mai wieder und macht sich Gedanken, ob die Leitzinsen und wie stark die Leitzinsen dann erhöht werden müssen. Sehen wir da doch stärkere Aktionen jetzt? Darüber spreche ich beim XTB Market Talk mit dem Marktanalyst Max Winke zugeschaltet aus Frankfurt. Max, schön dich zu sehen. Ich grüße dich, Manuel. Hallo. Max, die Fed immer mehr unter Zugzwang. Können wir im Mai vielleicht sogar eine Erhöhung von 50 Basispunkten dann sehen? Man muss sich jetzt nicht nur die Frage stellen, ob und in welchem Umfang die Zinsen angehoben werden, sondern auch, ob überhaupt ein neutrales Zinsniveau ausreichen würde, um das Preiswachstum zu stoppen. Du hast es schon erwähnt, 8,5% sind das jetzt gewesen bei der Gesamtinflation. Das ist der höchste Wert seit 4 Jahrzehnten. Und selbst wenn wir jetzt das Peak erreicht haben, darüber gibt es ja schon einige Spekulationen, bedeutet das nicht zwangsweise, dass die Inflation auch dann deutlich zurückgeht. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr genau deswegen vielleicht auch mehr als nur einmal eine Anhebung von 50 Basispunkten bekommen. Und die erste könnte es dann jetzt im Mai geben. Die Marktstimmung ist momentan sowieso nicht so gut. Was belastet denn sonst noch die Stimmung an den Börsen? Es ist am Ende wirklich eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Wir haben zum Beispiel die anziehenden Anleiherenditen. Das belastet die Aktienkurse, insbesondere die Tech-Werte. Und das begrenzt unter anderem auch das Aufwärtspotenzial am Goldmarkt. Wir haben die kriegsbedingten Unsicherheiten. Wir sehen, dass die Friedensgespräche mehr oder weniger, nicht nur in Stocken geraten, sondern sich auch in einer Sackgasse befinden. Wir haben ansonsten keine wirklichen positiven Meldungen insgesamt. Und technisch gesehen haben wir gestern wieder so ein leichtes Aufatmen gesehen. Der DAX und auch die US-Indizes konnten sich leicht erholen. Ich würde das Ganze aber vorerst nur als eine technische Gegenbewegung einordnen. In den USA startet jetzt wieder die Berichtssaison durch. Was können wir denn da erwarten? Setzen sich die Bullen oder Bären durch? Die Anleger verfolgen die Quartalszahlen natürlich ganz genau, um zu schauen, wie sich die Inflation auswirkt, nämlich auf die Unternehmensgewinne. Die Rohstoffkosten sind immens gestiegen, Verbraucher werden jetzt immer vorsichtiger. Und gerade die ersten Berichte, die sind dann besonders interessant, weil sie eben einen sehr schnellen Einblick vermitteln in den Zustand der US-Wirtschaft. Und es gab ein paar Highlights schon. Gestern wurde ja die Berichtssaison eingeleitet, wie üblich von den großen Finanzinstituten. Es hatte Zahlen gegeben von JP Morgan und auch von BlackRock. Und JP Morgan meldete Zahlen, die in vielen Fällen auch besser waren als erwartet. Allerdings blieben diese eben waren diese eben schwächer als vor einem Jahr. Und bei BlackRock haben vor allem die Umsatzzahlen enttäuscht, weil die Erwartungen der Analysten hier nicht erfüllt werden konnten. Was heißt das denn jetzt für den DAX? Geht es eher nach oben oder nach unten? Ja, wir sehen, dass der DAX jetzt in jüngster Vergangenheit wieder nachgegeben hat. Aber was mich wieder etwas optimistischer stimmt, ist, dass die Dynamik nicht so wirklich da ist auf der Unterseite, was nicht bedeutet, dass wir nicht noch weiter fallen könnten. Aber momentan tritt der Deutsche Leitindex so ein bisschen auf der Stelle und ich erwarte also eher Volatilität wieder in den nächsten Wochen, kombiniert auch mit mehreren Richtungswechseln. Und wie gesagt, wir brauchen eben einfach mal so einen schönen Ausbruch nach oben. Wir müssen die 50-Tage-Linie überwinden, die 200-Tage-Linie. Und wir brauchen eben wieder eine bullische Struktur oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte. Wenn wir das jetzt alles sehen und so auf die Gesamtgemengelage gucken, wie sollten sich Anleger momentan aufstellen, sich vielleicht für die kommenden Wochen so eine Strategie zurechtlegen? Der DAX, der schwächelt. Wir sehen allerdings noch keine massiven Einbrüche oder panischen Ausverkäufe. Ich denke, die 14.000er-Marke wird psychologisch gesehen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Jetzt
ist natürlich erstmal Ostern. Das heißt, wir haben ein verlängertes Wochenende. Ich habe keine hohen Erwartungen an die heutige Sitzung. Ich erwarte eher eine gewisse Zurückhaltung, beziehungsweise könnten größere Händler auch einige Umschichtungen vornehmen. Das könnte dann für das ganz kurzfristige Bild nochmal interessant sein. Aber für die nächsten Wochen haben wir eben ganz, ganz viele Widerstände, die vor uns liegen, sollte sich denn die Stimmung wieder etwas verbessern. Das heißt, mittel- bis langfristig muss einiges passieren, damit sich das technische Bild wieder aufhält. Und damit sich das technische Bild wieder aufhält, brauchen wir eben auch fundamentale Faktoren, die ja am Ende dazu führen, dass die Anleger wieder deutlich risikobereiter sind. Sagt Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTB. Vielen Dank für diese Einblicke, Max. Sehr gerne. Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt's auf xtb.com. Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage, eine schöne Zeit und bis zur kommenden Woche. Alles Gute.